Herzlich willkommen bei Orgelkaktus TV, dem etwas anderen Supercalifragilistik-Experligetisch. Grüß euch. Ich bin der Raul. Ich bin der Magnus. Willkommen bei der vierten Folge von Trash Team Racing, sowas. Und gleich ab in den Dingo Canyon. Dingo Canyon. Hör ich einen Plop? Danke. Ich habe nur gesehen, er hat seine Wodkaflasche in der Hand, da wollte ich doch auch das Plop hören. Ja, ich war eigentlich noch nicht überzeugt, dass ich wieder einen Schluck nehme, aber jetzt, du gesagt hast, du willst das Plop hören. Also, ich will nochmal drauf eingehen, er nimmt immer nur einen kleinen Schluck, einfach nur um... Ich nippe. Ja eben, er nippt. Das heißt, er besäuft sich nicht während dem Let's Play, soweit ich weiß. Also zumindest nicht so, weit ich es mitkriege. Nein, ich besaufe mich vorher. Ja, damit das mit mir aushält. Ja, das Nippen ist dann, um den Spiegel zu halten. Spiegel? Alkoholspiegel. Ah ja, Alkoholspiegel. Ja, ja, das heißt tatsächlich so. Ich habe jetzt gerade nur Pegel. Ich bin hier der Alki, nicht du? Richtig, ich wollte gerade... dein Bild etwas verbessern, indem ich sage, du bist kein Alki, aber okay, er ist der Alki von uns. Ja, ich schaff das, ich hab's geschafft, während es mich gedreht hat. Hochwertig. Oh, Wunderkind. Das war äußerst hochwertig. Da gab's auch eine Abkürzung, waren die? Ich weiß es nicht. Ich meine, du fasst sie ja sowieso nicht. Richtig. Aber... Wie gesagt, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Bowling. Keep bowling. Ja, auf der Karte ist da ein anderer Weg eingezeichnet, aber das ist einfach nur... Nein, es gibt auch genug Abkürzungen, die eben nicht eingezeichnet sind. Hm. No. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen. Haha, Tiny. Tiny Kiga, oder sollte ich besser sagen... Mir fällt kein Wortwitz zu seinem Namen ein. Schmiese Kätzchen. Es ist kein Wortwitz, aber es ist eine Beleidigung. Dum, 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 also... Dum. Verzeih. Das war ekelhaft. Danke. Ich mag mich auch. Ich wurde gerade von was getroffen und ich hab's abgeblockt. Ich bin der Beste. Also wenn ihr mich mal auf der Straße seht, und ihr werdet mich nicht auf der Straße sehen, dann kommt zu mir und sagt, du bist der Beste. Dann krieg ich ein Autogramm. Ich weiß nicht, ich mag meine Fans nicht. Getoastet auf Brot. Ich liebe meine Fans. Ich liebe meine Fans auch. Getoastet auf Brot. Wusstest du, dass wir beide verschiedene Arten von Fans haben? Echt? Also, wenn, ja, wir haben... Du die männlich, nicht die weiblichen. Oh. Bitte? Na, ich weiß nicht. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass wir beide verschiedene Arten von Fans haben. Ich wüsste nicht wie oder warum oder was. Ich wollte einfach nur mal gesagt haben. Du die ganzen netten Leute und ich nur die anonymen Alkoholiker, die mich retten wollen. Richtig. Also, falls ihr das 12-Stufen-Programm mit ihm durchgehen wollt, lieber nicht. Er ist nicht so gut mit Stufen. Er nimmt lieber den Aufzug. Na, überhaupt nicht. Das bist nicht? Du. Ich gehe ganz Fuß. Stimmt. Außer ich trage. Stimmt, das war ich. Bitte. Nochmal. Ich bin betrunken. Du nicht. Ja, ich bin nicht betrunken. Ich bin angedüdelt. Du nicht. Bist du auch nicht angedüdelt. Na, eh nicht, aber mir ist warm. Du hast Wodka-Intus. Ich nicht. Ja. Aber ich verwechsel. Du darfst ja auch nicht, weil... Ho, ho, fetti, fetti, bum, bum. Fetti, fetti, ja, fetti, fetti, papu, papu. Ich hab Hunger. Ich auch. Bestellen wir uns was von... Name hier einfügen. Hier könnt ihr ihre Werbung stellen. Richtig. Denken Sie drüber nach. Ich sag, also ich habe nichts dagegen Werbung zu machen. Kronk.de Da habe ich was dagegen. Oh, okay. Der hat so ich viel nehm's Kohle. Zurück! Die verdienen so viel Kohle, die Jungs. Die brauchen uns echt nicht mehr. Richtig. Von dem Hund, auch wenn man es nicht glaubt, der ist wahnsinnig schnell. Okay. Ja, ich tippe mal, dass er einer der klassischen dicken Charaktere ist. Sprich, er braucht lang, bis er auf voller Geschwindigkeit ist, aber dann ist das wichtig. Nein, er ist einfach auf Geschwindigkeit. Okay, das habe ich mir tatsächlich nicht gedacht. Oder siehst du ihn noch? Nein, tatsächlich nicht mehr. Und es ist keiner von den Netten, die dann einfach bremsen, wenn sie so weit vorne sind? Nein, und er schmeißt Säurefläschchen. Das habe ich gemerkt. Rot und grün abwechselnd. Okay, warum hat diese Missile ihn nicht verfolgt? Weil er die Pflanze angeschossen hat. Oh, das ist ein extra Ziel. Jetzt hast du es mal. Nimm die Abkürzung, bei ihm bringt das nicht unbedingt was. Sprung! Ah, Verzeihung. Ich hab schon gemerkt, man muss ihn gut timen, dann kriegt man auch, nämlich auch einen Turbo im Aufkommen. Ja. Aha! Genauso wie beim Driften. Aber den hab ich... Ach Gott, das Driften in dem Spiel ist grauenhaft. Grauenhaft. Wir sollten irgendwann nochmal Mario Kart spielen. Mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Ist ein tolles Spiel. Bis jetzt gefällt es mir eigentlich sehr gut, hat gute Ideen und vor allem ziemlich viele Ideen, die ich eigentlich aus späteren Spielen erst kenne. Eben das richtig springen bringt Turbo,
gibt's bei Mario Kart ab 7, wenn es mich nicht täuscht. Das war. Na, Mario Kart Wii. Scheiße. Warum krieg ich eine grüne Flasche? Wow. Ist das eine Ein-Mann-Verfolgungsgewitterwolke? Ja. Werd ich hier gerade verarscht? Nur ein bisschen. Was ist dir, wenn er ganz weit vorne ist, dann despawnen die Flasche. Wow. Ist das nicht nett von ihm? Ja. Jetzt bin ich aber glücklich. Kann ich nicht aufholen, aber wenigstens keine Flasche. Ja, jetzt hier Gottes Driften! Hier in der Kurve hat er jetzt auch keine Gegend. Das ist äußerst lieb gewesen. Ja, weißt du, was auch lieb wäre? Wenn er einfach stehen bleiben würde. Ja. Er könnte einfach stehen bleiben. Pure Blödheit meinerseits, das war nicht er, ja. Und da konnte ich nicht mehr ausweichen. Ich hab's versucht, aber so schnell bewegt er sich nicht. Wow. Gut. Ist das überhaupt ein Blöd? Babu Babu? Nein. Oder Engine? Engine. Das habe ich mich immer wieder gefragt. Irgendwie lässt sich das schwer nachvollziehen. Ja, schau mal. Wenn man schon das Internet hat. Das Internet! Die Macht des Internets. Auf meiner Seite. Ja. Haben wir die nicht alle? Mach ich die? Gut. Ich würde jetzt eigentlich einfach auf neuer Versuch gehen, aber das lässt der Magnus nicht zu. Ich muss bei Magnus immer meine Rennen beenden. Entschuldigung. Bin ich betrunken, ich sehe nur so aus. Irgendwie macht mich das gerade sehr aggressiv. Du liest gerade nach? Okay. Magnus wird jetzt eine Zeit lang nicht lesen können, denn er versucht, nicht reden können, denn er versucht gerade zu lesen. Was bedeutet, dass er beide Bilder zusammenfügen muss, um zu wissen, was jetzt was sein soll. Damit will ich sagen, er ist betrunken. Steht da nicht, so ein Dreck. Okay. Er steht vermutlich nur Dr. Engine. Nein, es steht ein lustiger kleiner Text, wie er in den Spielen aufgetaucht ist. Okay, wie ist er in den Spielen aufgetaucht? Ja, das habe ich nicht mitgekriegt, muss ich zugeben. Wow, du hast also den Text gelesen, aber hast nicht... Das nennt man Querlesen. Ja, das aber wie ist mit Textverständnis? So eine... Soll ich unsere Professorin anrufen? Soll ich unsere Deutschprofessorin anrufen? Ich hatte eine andere als du. Wir hatten beide die gleiche, als wir zusammen in einer Klasse gingen. Ja, aber die, mit der ich die Probleme hatte, die hatte ich in der Klasse vor, ich sitze in der Gegend. Ja, ich bin ein besonderes Kind. Richtig, verhaltenskreativ. Sehr verhaltenskreativ. Ich mag das Wort verhaltenskreativ nicht, das ist irgendwo dämlich. Aber... Ich gebe mir solche Mühe, ein Arsch zu sein. Ja, und wir haben dich auch sehr lieb. Es ist er! Was? Okay, steht das da? His Home Track, also sein Heimatstrecke. Oder nicht sein, ja. Das ist die Frage. Ist sie. Und ich muss sagen, die Antwort wird euch überraschen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. Ja. Ja. Wissen unsere Fans können nicht schrecken, dass die Folge schon ist. Das ist hab ich das getan? Ja. Ich wollte. Der Gurt ist komplett zusammengezogen. Ich mach's wieder gut. Bei 10 Abonnenten mach ich's wieder gut. Ich weiß nicht wie, aber ich werde mir was. Ein Hustraba, Wusa und alles andere, was gut machen soll. Ich bin kein aggressiver. Was? Okay. Ich bin kein aggressiver Mensch. Bin ich wirklich nicht. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Wobei ich ausgeglichen als Bezeichnung für einen Menschen nicht gut finde, weil ausgeglichen würde bedeuten, von allem die richtige Dosis oder von allem die gleiche Dosis. Ist ja langweilig. Richtig, was bedeuten würde, ich bin nicht nur ein sehr zuvorkommender Mensch, sondern gleichermaßen auch ein nicht zuvorkommender Mensch, sprich ein gemeiner Mensch. Ich bin gleichermaßen ein guter wie ein schlechter Mensch. Also wäre ich nicht das, was wir ausgeglichen nennen, sondern ich wäre wirklich von allem etwas. Und das ist irgendwo falsch. Ausgeglichen bedeutet einfach im Reinen mit sich selbst. Richtig? Geschafft! Ja. Bin ich gut! Du bist besser, wenn du Scheiße redest, ne? Richtig. War auch schon in der Schule so. Ja. Deswegen warst du so gut in Deutsch.
Ja, da konnte ich reden, was ich wollte. Ich kann mich noch an erinnern, eine Geschichte, eine Impulsgeschichte. Ich weiß nicht, ob das in unserer Schule war oder in der meiner Hauptschule. Impulsgeschichte, wo wir einfach ein paar Worte, oder nein, ein paar Bilder gekriegt haben. Also war keine Bildgeschichte, sondern man sucht sich eines dieser Bilder aus und schreibt eine Geschichte darüber. Das Bild, das ich genommen habe, war ein vergittertes Fenster, wo man einfach nur ein schwarzes Loch dahinter gesehen hat und zwei Hände, die das Gitter umklammert haben. War das auch mit dir in der gleichen Klasse? Nein. Warum? Was lachst du dann? Mir fallen gerade so viele böse Witze ein und das alles auf einmal. Oh mein Gott. Zu diesem Thema, oder wie? Ja. Ja, verstehe. Ja, während einige das genommen haben, dieses Bild, und dann so Sachen geschrieben haben wie Gefängnisausbruch oder man fühlt sich wie gefangen. Das ist der falsche Weg. Du bist der falsche Weg. Komm ich da echt schon her? Ah ja, tatsächlich. Okay. Der Raketendienst oder was? Stimmt, tut mir leid. Darauf habe ich nicht geachtet. Aber ja, gerade bin ich hier. Hallo. Zum Unterbrechen. Wait. Ja. Okay. Während andere. Würdest du bitte diese Geräusche unterlassen? Entschuldigung. Für den Anfang, während ich rede einfach. Danach kannst du gerne wieder. Okay. Okay. Also, andere haben. Yay, zwei Schwestern. Andere haben Sachen geschrieben wie aus dem Gefängnis ausbrechen oder sich wie ein Gefangener fühlen, etc. etc. Ich habe geschrieben über einen Jungen, der einem Mädchen hilft, das von einem Hund attackiert wird. Und während er von diesem Hund angefallen wird, bricht aus ihm die Wut heraus und er und sein eigener Schatten hat sich gegen ihn gestellt, glaube ich, und dann gab es einen Kampf. Ich weiß bis heute nicht warum. Aha. Ja, es hat funktioniert. Ich glaube, es war 2 Jahre. Das war definitiv nicht meine Deutschlehrerin. Nö, ganz sicher nicht. Blizzard. Bluff. Blizzard, Blizz. Ist ein toller Name für eine Welt. Meinst du, was hast du denn so an Geschichten geschrieben im Laufe deines Lebens? Und will ich es eigentlich wirklich wissen? Na, das will niemand wissen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auf Dauer gesehen zum geschriebenen Wort zu dem von mir geschriebenen Wort, ja? So eine Hassbeziehung aufgebaut. Okay. Weil sie eh nie gut war. Deswegen. Ah, okay. Also für dich persönlich oder für andere nicht gut genug oder beides? Für andere. Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab mir immer anhören müssen. Lass es. So, unterm Strich, ja. Also, ich bin Lehrer, ich sollte dich eigentlich ermutigen, aber lass den Scheiß. Ja, ich hatte viele tolle Lehrer, aber immer in den Fächern, wo ich eh gut war. Naja, immerhin. Also. Ja. Au! Das war Nitre. Ja, zum Beispiel Mathe war ich genial. Da hatte ich ein Jahr einen echt beschissenen Lehrer und ich war trotzdem genial. Warum hätte ich in dem Jahr nicht einen tollen Lehrer in Deutsch haben können dafür? Zufall. Ich bin flach. Wie eine Flunder. Was ist nochmal eine Flunder? Ist das eine Fischart, oder? Ja. Waren das die Dinger, die vermutlich flach am Meeresgrund liegen? Ja, deswegen flach wie eine Flunder. Ich verstehe. So ist die eigentlich in ihrem Jungstadium, sage ich jetzt mal dazu, ja, nicht flach seitlich liegen. Ach, sondern? Das sind normale Fische. Ja. Die dann in einem gewissen Alter, ich weiß es nicht, wann, aha, sich anfangen auf die Seite zu drehen. Okay. Und jetzt kommt das Kuriose. Ich bin in meine eigene Seite reingefallen, ja. Dann auch wirklich das eine Auge auf die eine Seite dazu raufwandert. Damit es einfach funktioniert. Sozusagen. Ja, damit beide Augen auf der Oberseite dann sind, auf der neuen. Das finde ich faszinierend, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ja, für so einen Scheiß. Sind Flundern eigentlich. Flundern sind aber vermutlich nicht mit Rochen verwandt, oder? Habe ich dir schon gesagt, dass ich mich trocken geschwommen bin? Dass ich in den Meeren Guatemalas ein paar Trocken gesehen habe, die sich vor mir eingegraben und ausgegraben haben. Ja, und ich bin mit Mantas geschwommen. Worauf willst du hinaus? Ich weiß nicht, ich wollte nur angehen. Ich habe eine Moräne gesehen. Die liegen in Amazonas. Ja. Ich war dabei, als ein Bekannter von mir gebissen wurde von einer. Klingt ungut. Soll schmerzhaft sein. Ja. Beim Schnorcheln, man zieht sich auch nicht am Riff entlang. Ich meine, wie bescheuert kann man sein? Das ist richtig. Das weiß sogar ich und ich schnorchle nicht. Also halt flirten. Damit macht man so. Ja? Das sehen unsere Zuschauer jetzt. Die wissen, was ich meine. Also, ja? Kinder, damit macht man so, okay? Nicht so, auch nicht so, nein, so. Man macht Flossenschläge, ja? Abwechselnd linker und Fuß. Linker und rechter. Linker und Fuß, ja? Linker und rechter Fuß auf und ab. Okay, wenn ich das Bild so sehe, wer könnte unser nächster Bossgegner sein? Das ist gar die Schlange. Komodo Joe vermutlich. Nein. Aber das sehen wir vielleicht das nächste Mal. Tüde. Bis demnächst.